Zurück in Berlin bei unserer heutigen Gastgeberin Sarah, die aus Versehen vergessen hat einzukaufen. Ich habe Katzenfutter für meine Kitty. Aha. Dann habe ich Gewürzjoghurt, die mag ich auch gern. Lecker. Und dafür geht der Haushalt viel, natürlich Ketchup. Na dann, bewahrt. Los geht's mit der Vorspeise. Das ist jetzt folgendermaßen, ich muss jetzt improvisieren. Und deswegen mache ich Hello Kitty Bullen. Hast du die denn schon mal gemacht? Nee. Verstehe. Und wie gehen die? Weiß ich doch nicht. Das ist ja das Geheimnis für die Improvisation. Also, Ruhe jetzt. Quatsch mir die Schritte dazwischen. Ja. Entschuldigung. Also zuerst wird der Rest Katzenfutter liebevoll in eine Rührschüssel umgebettet. Ein Schlückchen feiger Hippo dazu. Nur so Tropfen. Und ordentlich vermanschen. Ganz langsam, aber sicher wird es. Vitamine dürfen natürlich auch nicht fehlen. Oh. Und dann die Gürkchen. Das sieht ja richtig professionell aus. Wo hast du das gelernt? Grille jetzt da! Ach so. Da hätte die gelernt. Die ganzen Kenntnisse. Mit tronchieren, blanchieren, frankieren, rangieren. Das hat alles in die Schuhe gesehen. Verstehe. Upsalala. 3-Sekunden-Regel. So. Passt schon. Für den Geschmack jetzt noch eine Prise Salz. Du bist ja jetzt schon ziemlich lang in der Küche. Willst du dich nicht mal um deine Gäste kümmern? Stimmt, ich habe ja noch ein Entertainment-Programm vorbereitet. Für die Gäste. Na dann mal los. Bravo. Jutes Entertainment-Programm gehört zum perfekten Dinner wie eine Zigarette in Kaffee. Absolut. Vielleicht gibt mir jeder so ja 11 Points. Bestimmt.